Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Hof Bergmann, dem LS19 Multiplayer Projekt mit Pascal. 50 Folgen! Ja. Yay! Hälfte geschafft, nicht, dass es irgendwie bei 100 aufhören würde. Ist zumindest nicht geplant. Na, aktuell nicht. Vielleicht hört es schon mal 99 auf. Oder man macht es so wie andere. Aber das wäre so richtig. Beschissen. Oder macht es so wie andere YouTuber, die ein Projekt machen. Machen ja einige, die bis zur 100. Folge auf irgendein Jubiläum warten. Das Jubiläum kommt dann viel, viel, viel zu spät. Und dann soll es die Folge 99,7 oder so raushauen. Ja, gut. Oh, das mag ich überhaupt nicht, aber egal. Ja, gut. Wir wiegen 35.670 Kilogramm. Wenn ich jetzt aussteige, verändert sich dann das Gewicht? Nein. Schweinerei. Servus. Ne, du ja, bist so... Die Waage. Aber das sind keine Kilogramm da. Das sind Kilogramm. Achso. Also ich wiege keine 35.000 Tonnen. Nee, 35 Tonnen. Ja. Macht Sinn. Aber gut, du bist so leicht, das zählt einfach nicht ins Gewicht rein. Es ist so irrelevant. Das bisschen Tobi, was da drin sitzt. Ein Krümelein. Ja. Ein Tropfen auf dem heißen Stein einfach nur. Oh, kann man das verkaufen? Kann man das verkaufen? So wie es in der letzten Folge oben auf Missy Plays, könnt ihr euch die letzte Folge auch ansehen, erhofft haben? Bisher nicht. Also beim normalen Träger geht's schon mal nicht. Okay, dann schauen wir mal weiter. Es gibt ja noch andere. Weil wie gesagt, weil wenn das so sein sollte, dann werden wir reich damit. Das hier dann ist dieses Zeug, genau. Gehört das Gewächshaus schon in-game morgen? Oder noch in-game heute? Naja, der Tag hat noch 14 Stunden. 24 minus 10. Ja, ich hatte die Antwort schon auf der Zunge, aber irgendwas dachte ich. Ja, man kann es abladen. Man kann es schon mal abladen, ne? Kompost. Und wie viel gibt es? Aber wie viel hast du drinne jetzt gehabt? Sag ich dir danach. Schau dir einfach das Kontostand an. Ich sehe, wie er hochspringt auf und die 100.000 schon so gut wie geknackt hat. 16.000. Es waren 17.000 drinne. Als ob es tatsächlich 1.000 ist. Tobi, wir machen Kompost. Sofort. Sämtliches Stroh kommt da rein. Den Mais kippen wir auch dazu. Tobi, wir haben noch eine Wiese. Scheiß auf die Tiere. Tobi, wir haben noch eine Wiese. Nein, angelegt. Hä? Doch, wir haben noch eine Wiese angelegt. Das heißt, ach so, halt stimmt, ja. Ja gut, die Tiere müssen wir aber auch versorgen. Wie sieht es eigentlich mit denen aus? Weiß. Kannst du mal kurz einen Check machen? Okay, ist eigentlich erst 10 Uhr morgens. Ach stimmt, wir wollten ja Schafe machen, da brauchen wir die Wiese für. Da brauchen wir erstmal Geld für. Ja, ey, ich finde das so geil. Das Geld ist ja nicht das Problem. Ne, erst mal die Gewächshäuser. Obwohl, da muss man Kompost verschwenden. Ja. Kann man lieber gleich zu Geld machen. Du kannst auch Mist einfach reinschmeißen. Ach so, ja gut. Dann schmeißen wir Mist da rein. So, ich denke, ihr seht ja schon. Für euch war es ja nur ein kurzer Cut. Wir hatten einen kleinen Internetabsturz. Das heißt wir, dein Internet. Okay, mein Internet. Gehabt. Ja. Sonst läuft es immer super, aber heute hat es irgendwie zweimal hintereinander abgeschmiert. Ja. Dadurch sind es irgendwie eine halbe Minute weg oder so. Ja. Mein Gott, das ist nicht weiter tragisch. Meine Autosave hat nämlich gerade kurz davor noch gegriffen, deswegen ist da nicht allzu viel weggekommen. Da sind wir nämlich auch schon fast wieder da, wo wir gerade waren. Joa. Geld. Viel Geld. Ja. Wie viel kostet die Dings? Die was? Gemüsehaufen. Ach, dieses grüne Zeug. 200 irgendwas 1000. Okay. Kriegen wir hin. Sag ich ja. Guck mal, wie viel Maisstroh hier noch drauf ist, deswegen. 80.000, 86.000 sind schon drin. Ja, siehst du. Und hier so unglaublich viel Maisstroh drauf, also das wird noch. Soll ich es vielleicht schon mal zudecken? Nee, Gottes Willen, ich habe ja noch eine Fuhre. Erst wenn es voll ist, zudecken. Vorher lohnt sich doch gar nicht. Dann dauert das wieder so ewig mit dem Verkaufen.
Ja, trotzdem. Das kann ich ja dann machen. Während du irgendwas Krasseres machst. Deswegen. Das finde ich auch so schön, so einem, wenn man zu zweit spielt, weil die Aufgaben halt eben nicht so spannend sind für die Zuschauer. Die kann halt eben immer noch jemand anderes machen. Und die müssen halt eben nicht immer offscreen gemacht werden. Deswegen. Also bei Singleplayer-Projekten, da muss halt eben häufig auch was offscreen gemacht werden, was halt eben einfach nicht sehenswert ist für die Zuschauer. Deswegen finde ich das teilweise auch ein bisschen schade, wenn ich mir da andere Projekte ansehe und dann da immer gefühlt pro Ingame-Tag eine, maximal zwei Folgen kommen. Wir spielen ja unsere Ingame-Tage, das seht ihr ja auch oben immer an der Uhr, wenn ihr von Folge zu Folge schaut, ja mal relativ mit nur kleinen Vorbereitungspausen dazwischen. Also viel ändert sich da ja nicht, was wir machen, ne? Also kurz vorbereiten oder Teambesprechung oder sonst was. Teambesprechung. Ich glaube, ein bisschen übertrieben. Och man. Teambesprechung mit den Cursebefahrern muss ich mal führen. Also was die hier mit den Bäumen haben. Also ich meine, du kannst ja nicht einfach gegen den Baum fahren und den weghäckseln wollen. Das ist kein Mais. Okay, komm, ich lass entlasten. Sie sind entlassen. Warum klappt sich denn das jetzt zusammen? Ich wollte nicht den zusammenklappen. Ich wollte den ausklappen und senken. Handschalten. Senken. Danke. Ich glaube, viel mehr passt jetzt nicht rein, außer diese eine Fuhre, die ich jetzt noch habe, gerade. Weil ich jetzt gerade ordentlich zu kämpfen, hier noch irgendwas drauf zu bekommen. Deswegen, dass ich einfach übelst festfährt. Ich kann dich dann ja rausziehen. Ah ja. Hol schon mal die Abschleppkette. Haben wir die? Ah, installiert ist er, das weiß ich. Ja, ich stehe mich immer gleich unter A. So viel kostet es ja gar nicht. Kostet ja glaube ich nur 1000 oder sowas. 1000? Für eine Kette? Das ist eine Abschleppkette, Tobi. Das ist keine Kette. Das ist eine Stahlkette mit Farbe dran. Und die kann Autos abschleppen und Traktoren. Boah. Warum kann das keine normale Kette? Also ungefähr eine Ladung passt noch rein, wenn man da schön ordentlich arbeitet und quetscht. Schön ordentlich arbeiten und quetschen. Das ist eine gute Einstellung. Ja. Und du so? Maisernten. Ah. Verstehe. Das heißt, jetzt dem Kürzbefahrer die Arbeit komplett geklaut. Ja. Ich habe seinen Arbeitsplatz wegautomatisiert. Du hast im automatischen Service den Arbeitsplatz wegautomatisiert. Interessant. Ja. Ganz genau. So, wo haben wir denn hier noch Mais stehen? Ich sehe ab und zu noch ein paar Stellen, die der Cosplay-Fahrer vergessen hat. Natürlich hat er welche vergessen. Oder der GPS-Fahrer, je nachdem, wer unterwegs war. Naja, wo ich unterwegs war, da steht nichts mehr. Ja, genau. Du der beste Maisfahrer, bis den es gibt. Übrigens, wo ich hier gerade so diesen, diesen roten Drescher sehe, ne? Rote, ja. Gute Fahrzeuge, wo ich Skills zeige, halt seht ihr in Red vs. Green. Und das Green kann man sich gleich schon wegdenken. Denn das spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Das siehst du nicht, Tobi. Und irgendwann kommt das Angeschlichene, überfällt dich rücklinks, metzelt dich nieder und gewinnt das ganze Projekt. Ja, das war jetzt halt der Alarm, ne? Also ach, richtig. Deins sollen immer alle witzig finden, aber meins ist Laden. Ich hab nie gesagt, dass es witzig sein soll. Ich hab nur gesagt, guck mal, du lachst doch schon, ne? Ich habe nur gesagt, dass meins besser ist als deins. Ah ja. Nicht unbedingt, dass es witzig ist. Ich bin da jetzt echt enttäuscht von dir, ne? Und mit so jemandem mache ich YouTube. Das ist
schlimm heutzutage. Keine qualifizierten Angestellten mehr. Können nicht mal richtig Deutsch, die Leute heute. Ja, und der Chef fährt immer noch fast mit dem Sonnenblumen- oder Mais-Schneidwerk hier fast in den Traktor rein. Ich bin nicht reingefahren, ich bin gerade ausgefahren. Du bist in mich reingefahren. Fast reingefahren. Du bist fast in mich reingefahren. Punkt. Keine Widerrede. Und die Schuld schieben sie eben auch noch weg. Oh Gott. Es ist schwierig, heutzutage qualifizierte Personal zu finden. Wie ich mal Deutsch könnte. Ja. Egal. Also nichts gegen Leute, die kein Deutsch können. Wir kennen ja alle. Aber alles gegen Leute, die Deutsch können, aber es nicht aussprechen können. Wie Tobi? Soll ich jetzt lachen? Nö. Gut. So eine Tatsache. Die musst du mir erstmal beweisen. So mathematisch korrekt. Ja. Hast du keine Rückfahrkamera oder so ein Scheiß im Gerät drin? Doch, klar. Mann. Ich wollte das Stroh aufsammeln leichter machen. Ja, indem du mit deinem Heck gegen meine Front, Herr Mausdrawatt. Nee. Indem ich das Maisstroh eher auf der Bahn ablege als sonst wo. Das ist übrigens ziemlich hässlich, wie du das hier machst. Überall sind Lücken drauf. In dem Teil, den ich gemacht habe, sind keine Lücken drin. Wo ist wohl Lücken ist. Drauf? Nee, da liegen überall noch Haufen drauf. Ach so, ja, die kommen zum. Ja, die mache ich zum Schluss noch. Ja, warum machst du denn nicht gleich? Weil ich gerade die Bahn durchfahre. So ist es am Ende dann zusammen. Das heißt, aufsammeln und nicht durchfahren. Hast du letzte Folge schon gemacht? Ich sammle gerade und bleib nicht stehen und du doch mal jeden Haufen einzeln wegschauen da. Macht mir in der Realität doch auch nicht. So, am Ende mit dem Handfeger zusammengekehrt. Das nennt sich dann Bio. Das ist doch das Konzept, oder? Na, so halb. Nicht ausklappen, einklappen. Achso, Biohof wäre auch mal ein cooles Projekt, Tobi. Oh nein, keine Feldspritzen benutzen. Statt 30 Metern hat man nur 10. Das ist doch... Wie kommt man auf sowas? Nur mit Güldedüngen. Stinkt bis zum Himmel. Ich habe es auch gehört, Pascal wird mit Gärresten düngen. Die stinken auch so übel. Im RVG-Projekt. Doch, biologisch. Ja, aber die stinken bis zum Himmel. Da musst du eine Gärrestesteuer zahlen. Wusstest du das schon? Nee. Warum? 30.000 an den Gegenspieler. Warum? Pro Ausbringen. Warum? Weil das zumindest im Himmel stinkt. Und hallo? Ich fahr gerade auf der Straße. Du bist in mich reingefahren. Das haben jetzt aber auch alle gesehen, ne? Ich habe alle gesehen. Ich habe auch Rundumleuchter an, du nicht. Ich fahre auch auf der Straße. Ach, jetzt haben wir sie gerade mal kurz angemacht. Mann, immer dieses langsame Dreschergepäck hier. Ach ja. Und du so? Hab ich glaube schon mal gefragt. Ich trinke Uso, gesagt, was trinkst du so? Nee, bitte kein Alkohol, Leute. Ganz böses Zeug. Das sieht echt schick aus. So ein Drescher. Aber das Förderband ist immer noch besser. Hätten es vielleicht mal einfärben können. Mach doch. Ich sehe nur gerade um Geld sparen, weißt du? Warum erkennt es denn jetzt hier das?
fürs Zinken. Ups. Der lenkt auch manchmal ein bisschen echt scheiße mit der Ladewagen, muss ich sagen. Ich sag's doch. Vor allem doch. Vor allem beim Rangieren, weil da lenkt der genau so, wie du es nicht haben willst. Korrekt. Ja, beziehungsweise er lenkt nicht so, wie du es nicht haben willst, sondern er lenkt halt immer, es dauert halt so eine ganze Weile, bis er halt zurücklenkt. Er lenkt so, wie er denkt, dass es am besten ist zu lenken, aber es macht manchmal gar keinen Sinn. So, habe ich's dann? Ja, endlich. So, einen weiteren Internetabsturz später. Ja, wir haben es jetzt auch einen anderen Tag, also an dem Tag haben wir dann keinen Bock mehr, das noch weiterzumachen. Das Internet hätte es auch nicht mitgemacht bei dir mehr. Nee. Ja, deswegen sind wir jetzt ein bisschen später. Ist auch einiges an Speicherstand noch verloren gegangen im Vergleich zum anderen, also wir haben ein bisschen vorgespielt. Ja genau, weil immer wenn das... Vielleicht ein bisschen was anderes aus, also ja. Ja, weil immer wenn das Internet abgestürzt ist, ist halt eben auch das Savegame abgestürzt und der Autosave-Intervall ist halt eben 5 Minuten, ne? Und in 5 Minuten kann halt eben einiges passieren. Ja. Deswegen ist da hoffentlich auch einiges. Soweit ich weiß, ist alles wieder auf dem Stand. Ja, so ungefähr. Ich habe jetzt noch einen Anhänger Mais. Was machen wir denn damit? Einlagern, hat man gesagt. Okay. Machen wir erstmal. Wir lagern das Zeug erstmal alles ein und dann schauen wir mal, was wir kaufen. Also falls du jetzt irgendwas, was wir in der am Anfang der Folge schon gesagt haben oder so. Wie gesagt, wir haben nehmen jetzt ein paar Tage später auf. Zwei. Nachdem wir abgewartet haben, bis sich das Internet wieder beruhigt hat. Das heißt beruhigt, es wurde repariert. Ja. So, dann müssen wir mal gucken, was wir mit den Silos machen, wie voll die jetzt schon sind und wie viele Ladungen da jetzt noch kommen. Ja, da passt noch ein bisschen was rein in das Silo. Okay. Also, wir hatten es ja am Anfang der Folge, dass die schon relativ voll waren, aber das sind jetzt gar nicht mehr so voll, weil wie gesagt, meist Strohfahren hat es natürlich auch zurückgesetzt gehabt. Ein bisschen was. Ja, also ich sag mal so, das eine ist ja schon ganz gut gefüllt. Ja, aber ein, zwei Lagerungen passen da doch locker rein. Haben wir irgendwo ein Schiebeschild oder sowas rumliegen? Nee. Okay. Also, so ein Zucker haben wir uns doch gar nicht geholt. Ja, nee, das... Ja. Ich meine nicht, dass wir das irgendwie brauchen würden, aber... Nee, standardmäßig haben wir... Das gab's standardmäßig aber auch nicht auf der Map. So, ich bin jetzt halb voll wieder. Ich komme dann gleich nochmal mit einer Fuhre angefahren. Wir müssen doch unbedingt mal die Trecker sauber machen. Der hier sieht doch schon wieder aus, ey. Das wäre auch ein Plan. Also meiner hat auch schon überall braune Flecken. Ja gut, braune Flecken ist jetzt nicht so, aber der ist halt schon ganz schön kaputt hier. Also so kaputt ist meiner überhaupt nicht. Der Tank ist auch noch gut voll, also. Haben wir nicht jemals schon so Trecker groß getankt? Nicht wirklich, oder? Ich ja, ab und zu. Achso, okay. Also den Drescher habe ich auf jeden Fall ab und zu mal gemacht. Der Anhänger sieht noch gut aus. Fahren wir den mal zurück in die Garage, damit wir auch mal wieder einen haben, der in der Garage steht. Jo. Und du fährst gerade noch Maisstrahl, ne? Na genau. Okay. Dann haben wir das. Gut, Motor aus und mach ihn schon mal eben hier sauber, wenn ich schon mal Notstrahlreiniger in der Hand hab. So, bin jetzt hier im Moment voll. Na, die Bahn schaffe ich glaube noch. 97%, 98%. Ganz knapp werde ich es schaffen, wahrscheinlich. Ja, ganz knapp nicht geschafft. Ich habe jetzt noch so 1-2 Meter liegen lassen, ne? Och, echt mal.
Das wer geht noch da rein? Das geht noch da rein. Quetsch einfach ein bisschen. Der Stapel kann man im LS leider nicht, wie man es in der Realität ja gerne mal macht. Halt eben es ja, so viel wie halt eben möglich rein. Ah, ne, warte mal. Irgendwann müssen wir die Paletten ja auch mal zur Seite räumen oder so. Ich gehe jetzt gleich nochmal hier rein. Und versuche mal, das im Silo da ein bisschen zu verteilen. Ja, ich komme jetzt aber auch gleich an im Silo. Naja. Da müsstest du nochmal kurz warten, bis ich da mein Zeug reingeschmissen habe. Obwohl, ich glaube. Nee, das lässt sich gar nicht verteilen, also das ist nicht so. Also nicht wie Silage, die du da hin und her schieben kannst. Also wie Häckselgut, das hin und her schieben kannst du. Ja, doch, ein bisschen ist es schon, ja. Also, mir ist auch beim Fahren aufgefallen, also beim Fahren geht das schon ein bisschen zur Seite. Ganz unten halt, wo es ganz flach ist, ja. Ich fahre ja schon zur Seite. Ich wollte nur Hallo sagen. Gut. Dann Hallöchen. Ach, unser neuer Ladewagen ist schon geil, ne? Ja. Spielst du Einweiser? Hier nicht reinfahren. Das dachte ich mir. Warum steht hier eigentlich der Frontlader der Schaufel rum? Weil den irgendeiner der Johnnies mal abgekoppelt hat und dann hier stehen lassen hat. Ja gut, dann ich weiß nicht, kannst du den mal auf den anderen Hof umparken? Du fährst ziemlich weit, ein bisschen einlegen vielleicht. Wenn sich mittig fahren soll, oder wie? Ja. Ich hatte eigentlich vor, an der Seite zu fahren, links. Was machst du da? Jetzt zerr mich nicht, der 6R ist stark genug, um das. Du verklemmst mich an der Betonmauer, das weißt du. Der 6R ist stark genug, um sich selber da hochzubekommen. Und einen vollen Ladewagen. Und jetzt trotzdem, der hat ein paar Pferde und so. Ich finde das cool, wie sieht das halt komplett einzig da, ne? Ja, das sind ein paar Pferde unter der Haube halt eben. Ah, okay. Das hat eine vorgeschriebene Form, wie das dann da maximal voll drin ist. Ja, genau, deswegen will ich an den Seiten abladen, weil da passt immer noch ein bisschen mehr rein. Nee, das ist halt vorgeschrieben. Du füllst es da rein und mehr geht da nicht rein. Das ist bei Silos aber allgemein ja, glaube ich, so, oder? Nur seitdem hier bei diesem an den Seiten nichts füllen kannst, du bei den Silos normalerweise an der Seite noch was füllen kannst. So, ich versuche so weit wie möglich nach hinten das Ganze abzuladen. Nee, ich das ist sowieso begrenzt, glaube ich. Du kannst einfach ein bisschen leer, oder was? Fahr einfach nach vorne. Du kannst es dann so ein bisschen abladen. Nee, ich will jetzt möglichst weit hinten abladen, ja. Halt eben, dass ich dann. Das ist nichts ich glaube, eine Fuhre passt da nach mir noch rein. Nee. Meinst oder? Du nicht? Kommt drauf an, wie viel du jetzt noch hast. Ich habe jetzt noch 30% knapp. Nee, ich denke nicht. Weil wir müssen hier vorne noch mal ein bisschen was wegkehren. Ich schieb gerade mit meinen Rädern ein bisschen was vorne hinaus. Du kannst noch mal zurückfahren, glaube ich. Gerade. Jawohl. So, jetzt bin ich leer. Okay, ja, okay, du kannst hier noch ein bisschen einiges auffüllen. Was meinst du, was geht noch rein? Nein, nicht mehr wirklich viel. Können wir bitte ganz kurz den Trecker wechseln? Kannst du kurz abkoppeln? Nimmst dann hier den 7R. Willst du mir einen 6R klauen, oder wie? Na, eben wegen der, weil der ein Frontlader. Ja, Frontlader, ich weiß schon. Also hast du deine Stärke? Na, dann kann ich den Berg besser erklimmen. Einmal dran machen, bitte. Also wir könnten, wie gesagt, auch manuell machen. Also hier auf der Map natürlich nicht, weil auf der Map hat Manual Attach ein paar Probleme. Aber ja. Der ist gerade frisch geputzt, war nicht dreckig. Der war gut. Achso, nee, der ist gar nicht frisch geputzt. Der Fett ist frisch geputzt. Ach so. Aber der sieht wie frisch geputzt aus. Voilà. Huch. Frisch geputzt, denk dran. Nicht passiert.
bin nur ein bisschen am Zaun entlang geratzt. Gewatzt. Geratzt. Bisschen geratzt. Na gut. Aber. Also geschliffen. Ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, schönen Tag noch, ne? Tschüss.